ist, dass man ein Sympathieträger ist. Und ihr seid mit euren beiden Fahrzeugen hier die absoluten Sympathieträger auf dem Nürburgring, nicht nur bei den 24 Stunden, sondern auch beim Qualifikationsrennen. Und ich sage an dieser Stelle, denn wir haben nur noch 34 Minuten auf der Uhr. Vielen Dank an euch beide, Jürgen Schumann, Markus Schrick von Union Motorsport Deutschland. Viel Erfolg heute auch noch beim Durchkommen. Und heute Abend sehen wir uns 19:30 Uhr Klassensiegerehrung im Turin Hotel. Vielen Dank für euer Erscheinen. Danke. Tschüss. Ja, und dann haben wir im Moment hier mal gesehen, wenn das kein Replay war. Hier während des Interviews gab es einen heftigen Einschlag. Und welche Startnummer war es gewesen? Mache mir da wahrscheinlich in Kürze Gedanken, denn in wenigen Sekunden müsste die Startnummer 9 hier oben bei uns durchkommen. Hauptuhrmann Bastian Alfeilsal. Und da gab es wirklich einen heftigen Einschlag. Und Jochen Trabinio kommt auch schon in die Sprecherkabine. Jochen, du konntest das Ganze draußen beobachten, während ich mit den Herren von Hyundai Motorsport Deutschland das Gespräch geführt habe. Sage noch einmal herzlichen Dank an Hyundai Motorsport. Wolfgang, was ist passiert? Ja, ich habe, unsere Sprecherkabine ist ja Gott sei Dank voll geworden. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, ich sage mal, ja, wir haben hier die ganze Fahrerkompetenz hier hinter uns in der Sprecherkabine, die hochgekommen sind zum Interview. Keine Erklärung, und ich glaube, das ist Hubert Haupt erkannt zu haben. Und jetzt, na, da liegt, da filmt der Haribo AMG GT3 schon mal diese Unfallstelle. Aber der Auslöser von Haupt, Burmann, Nico Bastian, Alfeisal,